Hallihallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator 2. Road to Black Sea. Ach du, to the Black Sea. Viva la France. Lass uns loslegen. Was ein wunderschöner heller Tag. Wow, so hell, so grün. Siehst du, kommen wir eigentlich irgendwo in der Nähe an der Werkstatt vorbei? Sieht eher schlecht aus. Die gibt es weit zum Brett keine Werkstatt? Ernsthaft? Sag mal. Na gut. Hier gibt es ja gar nichts. Wer nun schon nicht. Also, was ist denn hier los? Ah, guck mal, direkt am Ziel gibt es eine. Okay, dann ist ja alles gut. Hier gibt es auch noch eine, aber lohnt sich nicht, wenn direkt am Ziel eine ist, von daher. Wer macht denn so einen Müll hier? Warum werden die meinen wichtigsten Sachen nicht angezeigt? Haben die eigentlich gesoffen oder was? Das ist wichtig, das ist wichtig und das ist wichtig. Alles andere kann weg. Ja, rot, grün, blau. Ja, RGB, Digga, das ist wichtig. Alles andere ist uninteressant. Okay. Zeigt ihr uns irgendwelches Hollywood-Scheißgedingsgedöns an? Immer geradeaus. Und immer mit Musik. Dachte gerade, der will meine Spur kreuzen hier. Das wäre etwas hässlich ausgegangen. Ist da vorne ein Sichtpunkt? Wenn ja, nehmen wir den direkt mit. Ja, cool. Unser erster Aussichtspunkt hier seit ewig Jahren. Oh, unser schicker LKW, Digga. Eigentlich müsste überall ein Aussichtspunkt sein, wo wir gerade sind. Ach, die Stelle. Waren wir hier nicht schon mal? Ich kann mich halt voll 100% an diesen Ort erinnern. Oh. Das ist halt das Problem, wenn man das Spiel auch privat spielt oder als Let's Play.
die Karte, kann ich das von hier aus direkt wegsnipern? Voll grün, Alter. Der hat schon viele Algen da drinne. Guck mal, wie fließend das Spiel hier läuft. Kann es genauso fließend nicht immer laufen? Das sind mindestens 240 FPS. Was war's? 300. Oh, und lieber nicht so viel, davon muss ich ein bisschen umwenden. Umkreisen. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Jetzt hier bergauf. Der kommt da ja halt aus dem Puschen. Ah, oh, sieht schon besser aus. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Ja, schöne Gänge, muss man schon sagen.
fliegen. Biege nach rechts ab. Links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, cool. Biege nach rechts ab. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Spreche ich über den staatlichen Vorgaben? Meint ihr jetzt für den Kurzflügel, der fast abfällt? Keine Angst, der ist eh bald weg. Das ging mal schnell.
Und 60, oh, leck mich doch. Das ist ja eine coole Straße hier. Ich finde die Textur ultra schön. Ey, wir haben wieder Geld verdient. Verdient. Bekommen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mein Rad von der Erde, ganz schön rum. The fuck? Oh mein Gott, das hat sich aus der Kontrolle.
Hey, hallo? Sie sieht schon fast ein bisschen aus wie... Ah, weiß nicht. Aber ich war ultra cool, das kommt die Optik her. Not bad. Mag ich. Die Gegend finde ich optisch sehr ansprechend. Und unser Ziel ist in Reichweite. Yay! Also, in der Reichweite für taktische Flugkörper, wisst ihr schon, ne? Was ist denn hier los?
Kreisverkehr fährt der Ausfahrt nehmen. Hat zu viel Stau hier. So, ich habe gehört, unsere Fahrzeit ist vorbei. Wir müssen jetzt leider Ruhepause machen. Okay. Solange wir nicht anfangen zu hupen, ist alles im grünen Bereich. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, was ist das gerade? Demnächst links abbiegen. Sind gerade grüne Punkte durch mein Bildschirm gewandert. Biege nach links ab. Jetzt haben die Kugelblitze sogar schon RGB. Das war eine schöne Fahrt. Also mit 18. Yay! So, sehr geil. Ja, komm, das soll für die Folge schon gewesen sein. Die hat gerade Sprung in der Platte. Dann bis zur nächsten Folge.